Wir machen einfach eine Spielform, kennen vielleicht auch welche. Wir nennen es Chaos. Im Beachvolleyball heißt es, glaube ich, Norweger Spiel manchmal. Zwei Teams, 5-5. Fünf Leute drüben, mischt wieder ein bisschen, fünf Leute hier. Beide Teams schlagen zur gleichen Zeit auf. Ja? Aufschlag ist von unten, das heißt runterzählen, 3, 2, 1, bumm, Aufschlag. Wenn ein Ball auf dem Boden ist, muss die Mannschaft, wo der Fehler passiert ist, also wenn ihr ins Ausgespielt habt oder bei euch ein Ball auf dem Boden war, müsst ihr den Ball wieder einsammeln. Derjenige, der aufgeschlagen hat jetzt, darf den Ball wieder ins Spiel bringen. Schafft ihr das, solange der andere Ball noch unterwegs ist, geht die Rallye weiter. Erst wenn beide Bälle auf dem Boden sind, von der gleichen, also wenn eine Mannschaft zwei Fehler hat, wenn beide Bälle auf dem Boden sind von unterschiedlichen Teams, beide wieder den Ball holen, rennen, aufschlagen. Okay? Keinen neuen Ball nehmen, es sind nur die zwei Bälle. Alright? Gut. Ist alles erlaubt. Ihr dürft dreimal spielen, einmal, zweimal, wie auch immer. Ja, machen wir ohne Springen. Okay. Drei, zwei, eins, go. Hol den Ball, dein Ball. Auf geht's, aufschlagen, gib Gas. Mannschaft wartet auf dich. Und schlag auf. Von unten. Ja, Aufschläge immer von unten. Hier ist wieder Aufschlag bei euch. Oh, was ist da los? Aufschlag, hier der gleiche Spieler. Auf, gib Gas. Tempo, Tempo, Tempo. Oh, da ist der nächste Ball schon wieder. Vielleicht ist dreimal spielen bei dieser Form nicht so gut, auch wenn wir das natürlich immer gerne wollen. Ihr dürft reden dabei. Reden ist nicht verboten. Ah, okay. 1-0. Wieder Aufschlag. Einmal drehen, zwei neue Aufschläger.